Was versteht man unter der Verwaltungsschale in Industrie 4.0? Der Begriff Verwaltungsschale löst stets ein wenig Schmunzeln aus. Er ist eine deutsche Erfindung und ein etwas sperriger Begriff, denn seine Funktionsbeschreibung hat ihm den Namen gegeben. Etwas besser geeignet ist die englische Übersetzung Asset Administration Shell. Die Übersetzung beschreibt recht gut, worum es geht. Der physische oder mechanische Gegenstand wird mit der Beschreibung seiner Merkmale in der Informationswelt umwickelt und damit mit dem Internet vernetzt. So ist er in der Lage, über sich selbst Auskunft zu geben. Das funktioniert ähnlich wie bei einem Druckertreiber. Wenn wir einen Drucker an einen PC anschließen, dann laden wir dazu einen Treiber. Mit diesem kann der Drucker Aufträge entgegennehmen bzw. über sich selbst Auskunft geben. Beispielsweise, welche Formate und welche Randbreiten er drucken kann. Oder wie viel Toner oder Tinte noch verfügbar ist. Auch im Konzept von Industrie 4.0 gibt die Verwaltungsschale Auskunft, wenn der mechanische Gegenstand oder das reale Produkt in Betrieb ist. Aber im Gegensatz zum Druckertreiber geht die Beschreibung der Merkmale in der Verwaltungsschale weit darüber hinaus. Denn in der Verwaltungsschale wird alles Relevante über das Produkt abgelegt. Wie wurde das Produkt produziert? Wer sind die Vorproduzenten? Wer ist der Hauptproduzent? Wer hat die Produktion bzw. die Qualität abgenommen? Welche Einstellungen wurden vorgenommen? Welche Daten über die mechanische Gestalt oder elektrische Funktion gehören zu diesem Produkt? Und es geht noch weiter. Zusätzlich ist in der Verwaltungsschale auch enthalten, an wen das Produkt verkauft wurde. Und wenn der Verkäufer es weiterverkauft hat, an wen er es weiterverkauft hat. Hinzu kommen alle Informationen, die aus der Nutzung durch diesen Käufer oder Kunden entstanden sind. Also zum Beispiel Austausch von Teilen oder Wartungsarbeiten, die durchgeführt wurden, bis hin zu den Informationen, wie das Produkt zu recyceln ist. Alle diese Informationen gehören zur Verwaltungsschale. Solche, die bei der Herstellung notwendig sind und solche, die bei der Nutzung entstehen. Ist die Verwaltungsschale damit Teil des Produkts? Jein. Es gibt mehrere Ausprägungen, wie die Verwaltungsschale realisiert werden kann. Sie kann mit dem Produkt gemeinsam ausgeliefert werden oder im Produkt ist ein sogenannter Zeiger, der verweist auf eine Datenbank, auf der die Informationen der Verwaltungsschale dann tatsächlich liegen. Es gibt seit 2018 mehrere Unternehmen, die die Verwaltungsschale beispielhaft implementiert haben. Aber leider hat sich bei einer Veranstaltung im Bundeswirtschaftsministerium herausgestellt, dass diese verschiedenen Verwaltungsschalen nicht untereinander kommunizieren können. Das ist natürlich kontraproduktiv. Denn es sollten ja in Industrie 4.0 nicht nur die Produkte und Informationen eines Herstellers miteinander vernetzt werden, sondern ein ganzer Lebenszyklus. Aus diesem Grund gibt es einen gemeinsamen Schwur. Mit diesem haben sich die Unternehmen verpflichtet, künftig Verwaltungsschalen auf den Markt zu bringen, die untereinander die von der Plattform Industrie 4.0 spezifizierten Eigenschaften auch kommunikationsfähig machen. Das Konzept der Verwaltungsschale erinnert ein wenig an die Produktrückverfolgung in der Lebensmittelindustrie? Ja, die Konzepte für Industrie 4.0 kommen nicht aus dem leeren Raum. Sie haben zum Teil eine lange Tradition. Es gibt dafür viele Vorarbeiten und diese Ideen sind nicht mit einem Fingerschnips im Zukunftsprojekt Industrie 4.0 in den Jahren 2011 und 2012 entstanden. Sondern viele dieser Vorarbeiten sind sinnvoll mit eingeflossen, zum Beispiel in die Verwaltungsschale.